Politiker von FDP, Grünen und CDU haben Sanktionen gegen Altkanzler Gerhard Schröder gefordert. Grund ist dessen russlandfreundliche Haltung. Er gehört so rasch wie möglich auf die Sanktionsliste der Putin-Profiteure, sagt FDP-Präsidiumsmitglied Moritz Körner im Gespräch mit dem Handelsblatt. Schröder gehöre nicht mehr zur Crème de la Crème der deutschen Innenpolitik, sondern zur Crème de la Crème. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sieht das ähnlich. Dass sich Schröder immer noch nicht von Putin und Russland distanziert, zeigt nur, wie tief er in dessen Diensten steht, betont er im Interview mit der Zeitung. Auch der Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer von den Grünen fordert Sanktionen. Man solle Schröder die Amtsausstattung als ehemaliger Bundeskanzler entziehen und ihn aus der SPD ausschließen, sagt er dem Handelsblatt. Der Altkanzler steht massiv in der Kritik, weil er trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine an seinen Posten bei russischen Energieunternehmen festhält.